Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, beim letzten Mal haben wir Scherbengericht Joal manipuliert. Dann sind wir wieder hier hin. Jetzt sollen wir so einen komischen Typen besoffen machen. Europides betrunken machen. Und ja, dafür brauchen wir süßen Wein. Du hast hier nichts zu suchen. Was willst du hier? Ich suche den lieblichen Wein. Ja, nimm ihn. Aber stell dich hier raus, ich hab viel zu tun, ja? Lieblicher Wein ist ja süß, ne? Normalerweise. Was haben wir dann hier eigentlich noch? Oliven-Quest-Gegenstand. Eine Söldnerin in Perikles-Gefolge? Das hätte ich nie erwartet. Du musst meine Parodie auf Hermippos gesehen haben. Ich nenne sie zurückgewiesenes Wiesel. Sag an, was hält es davon? Hast du mich gerade Es genannt? Pass auf, was du sagst, Athena. Es spricht und es ist streitlustig. Manchmal frage ich mich, ob es mein Schicksal ist, das einzig junge und schöne Wesen hier zu sein. Also, wie nennt man dich? Cassandra. Du siehst aber gar nicht aus wie eine Cassandra. Wie dem auch sei, ich bin Aristophanes und dieser Mann ist Euripides. Oh bitte, stell dich selbst vor. Ich bin Euripides. Für einen Dramatiker bist du recht wortkarg. Gute Männer leben leise, wie Euripides gerne sagt. Oder? Euripides? Wenn ich mich entspannen will, kämpfe ich. Du hingegen. Komm schnell, bring ihm Wein, damit er etwas Kluges erwidern kann. Nach meinem Streit vorhin mit Sophokles bewahre ich lieber einen klaren Kopf. Ich bin nur hier, weil ich nach jemandem suche. Und doch ließ es uns im Glauben, es wäre hier, um Wein auszuschenken. Bleiben wir doch erstmal dabei, oder? Ich bin Perikles neue Dienerin. Ich bringe gern noch etwas Wein. Eine Athena-Dienerin? Du? Dann kommen die Muskeln wohl vom Einschenken. Ich habe auf Perikles Schiff gerudert. Er hatte Mitleid mit mir. Nun bediene ich Männer, die an meinem Wort zweifeln. Und seinem. Ich habe nicht gezweifelt. Ich nehme noch einen. Warum entschuldigst du dich nicht bei Sophokles? Er sollte sich bei dir entschuldigen. Sophokles ist ein Freund. Und ein guter Freund ist so gut wie eine ganze Familie. Er braucht lediglich Zeit, um sich von seinem Ausbruch zu erholen. Perikles hat euch alle aus einem Grund eingeladen. Entweder speisen wir hier und ehren Perikles, oder wir gehen zu Kleon. Doch Kleon hat den Charme eines typischen Politikers. Grässliche Stimme, kein Anstand und vulgäre Manieren. Bezirzen wir Dionysos. Na kommt! Das schmeckt nach Jauche! Anfänger! Zu meiner Zeit galt das als Nektar der Götter. Noch eine Runde! Bereit für mehr? Diese Pisse kriege ich kaum runter. Euch zwei trinke ich doch locker unter den Tisch. Wo bleibt der Wein? Na gut, dann trink nur weiter. Soll ich nachschenken? Dieser Wein ist furchtbar. Du, ich mag dich. Wer brachte dich her? Ich kam allein. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta floh. Floh? Warum? Sie verlor zwei Kinder. Sie hatte keine Wahl. Sie floh, weil ihr Herz gebrochen war. Euripides, schreib ein Stück über sie. Ich hörte von spartanischen Müttern, die zu einem Heiligtum in der Argolis gingen. Sie beten dort zu Asklepios. Ich weiß es. Ich komme von dort.
ob sie sich noch Priestern anvertraut hat, nach dem, was sie durchmachen musste? Oh, dann ging sie vielleicht zu Hippokrates. Er ist ein Heiler, der Beste sogar. Er arbeitet immer noch in Argos. Wenn sie ihn um Hilfe bat, dann wies er sie sicher nicht zurück. Ich betrinke mich gern und singe. Komm zurück, wenn du mit mir singen willst. Ja, vielleicht. Hippokrates in Argos. Ich komme. Okay. Und Euripides? Ist der schon betrunken? Du kannst dein Versteck verlassen. Euripides wird dich nicht bemerken. Der bemerkt gar nichts mehr. Versteck? Höre dies. Der Krieg kommt nach Athen. Erst fallen unsere Häuser, dann rollen unsere Köpfe. Ich habe vor, mir zumindest meine Würde zu bewahren oder was davon übrig ist. Wenn du Perikles siehst, sag ihm Danke für diesen ereignisreichen Abend. Alter Laberkorb. Nicht versteckt, ist klar. Ja, ja. Wozu stand er hier denn? Dionysos, da bist du ja. Die anderen sind langweilig. Spielen wir ein Singspiel? Singst du gerne? Ja, du liebst es. Ja. Wie stellst du dir das vor? Einer von uns singt, dann der nächste und dann wieder von vorn. Wir reimen abwechselnd Verse und wer die besten reimt, hat gewonnen. Fangen wir an. Ich will auch mitsingen, aber wer fängt an? Euripides sollte anfangen. Es war seine Idee. Gut, gut. Aber etwas Gutes. Ein Schlachtlied? Ja, gibt es denn noch andere? Aspasias Launen, sie sind flink wie Fähnchen im Wind. Und Perikleses Wall, der sperrt nur ein uns darin. Was Spartiaten verlieren? Geben sie gern für die Pflicht auf. Wenn Spartas Väter sich ziehen, zerbricht die Familie. Doch die Gefahr lauert wirklich in Athens Hetären, denn sie gelüsten nach Fleisch, wo sie Herzen verwehren. Und so bringt eure Händler und bringt eure Diener und sind es Söhne, so bringt ihre Väter. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Bringt die Mörder an den Fluss, den Blutroten, und wenn sie trinken, dann bringt die Heloten. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Ah. Voll mit Zeit. Allein ohne Väter und Mütter rudern wir direkt in den Hades oder in den Bauch von Milos. Wir sind allein. Und so rudern wir für ein kurzes Leben. Rudern wir, wir, wir. Die nutzlosen Kehrer, die klugen Lehrer, alles nur Fleisch und Saft und Leber. Also greift eure Dolche und eure Speere, denn sie bringen euch die Heldenehre. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Genug, genug. Du singst ausgezeichnet. Wirklich? Du solltest in meinen Stücken auftreten. Hier, nimm dies zur Erinnerung an diesen Abend. Diese Feier verlief wesentlich besser, als ich es je erwartet hätte. Volle mit Zeit, ey. Das war mies eben. Neue Gravur frei. Ja gut, wir sind ja gerade ein Level gestiegen, als ich angesprochen hatte. Fähigkeiten. Ja, dafür müssen wir den Speer erstmal auf 5 kriegen. Den nehmen wir nicht, die Attacke. Den könnten wir noch machen, eigentlich. Das ist das, was wir nicht wirklich nutzen. Das können wir verbessern.
Die machen mir Schaden. Die Attacke ist aber auch cool. Zack, zack, zack. Wir könnten aber, da wir immer damit anfangen, das erstmal verbessern. Sehr schön. Ja, Wildkarte nicht verfügbar, warum auch immer. Ach so, ja gut. Wir haben keine Waffen. Stimmt, ja. Hab mich gerade schon gewundert, aber die haben wir abgegeben. Mussten wir. Da. Öl. Ja. Okay. Hinten haben wir noch was. Was geht da vor sich? Die Tür auf, sonst trete ich sie ein! Beachte sie gar nicht. Sie sieht gerne zu. Oh, wen haben wir denn da? Welche Autorität und diese Entschlossenheit. Ich verstehe ganz gut, warum sich Perikles für dich begeistert. Möchtest du etwa mitfeiern? Es klang, als hätte jemand Schmerzen. Das kommt schon mal vor. Schmerz und Genuss sind manchmal schwer zu unterscheiden. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte meine Tür mit Sicherheit sehr weit offen gestanden. Aber ich sag trotzdem mal, die arme Ziege. Ich bin nur bei diesem Symposion, um jemanden zu finden. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen, oder? Du holst uns etwas Öl, ich helfe dir, die Person zu finden, die du suchst. Vielleicht ist sie hier drin? Sie ist nicht da drin. Ich sehe trotzdem mal nach. Ich komme mit Geschenken. Die Rettung! Heute haben Mütter um ihre Söhne geweint und Männer an der Mauer geschuftet. Heute Nacht vergessen wir all das. Vergnügen wir uns! Was sagst du? Feierst du mit? Ja, wir machen ja normalerweise gerne damit, ne? Zeit für etwas Spaß. Du wirst mir helfen müssen, die Kleider abzulegen. Gerne doch. Wenn du willst, können wir sie an die Ziege verfüttern. Es gibt noch eine Ziege. Jetzt wird es Zeit, dass du mir hilfst, Ali. Ich suche nach jemandem. Pflichtbewusst bis zum Ende. Gefällt mir. Reiß dich zusammen. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta geflohen ist. Aus Sparta? Niemand flieht aus Sparta. Doch nehmen wir an, sie tat es. Wenn sie dumm war, ist sie tot. Wenn sie schlau war, folgte sie Aspasias Beispiel und wäre jetzt unabhängig. Die klügsten und einfallsreichsten Frauen, die ich je traf, waren aus Korinth. Vor allem die Frage, es gibt noch eine Ziege? Oh Mann. Die Hetären. Ich hörte, sie spielen eine gewisse Rolle in Korinth, doch ich nahm an, es wäre dieselbe wie in jeder Stadt. Oh nein. Frauen wie diese hast du noch nie getroffen. Eine Wucht und die einzigen mit Verstand in Korinth. Ali, wo bleibst du denn? Jetzt wird weiter gefeiert. Wenn du Korinth erreichst, sprich mit Antusa. Niemand betritt oder verlässt die Stadt ohne ihr Wissen. Bis zum nächsten Mal, Kriegerin. Antusa in Korinth. Das ist nicht viel, aber ein Anfang. Und in der Zeit hatte sie ihren Spaß. Ah, da können wir auch
Öl und Liebe. Ah, ja. Er ist da oben, ne? Sprich mit Sokrates. Ist aber da unten. Oh, toll, und sie klettert hier nicht hoch, ist das ihr Ernst? Mann. Ach ja. Na gut. Ah, wenn das nicht diejenige ist, die mir zustimmt, dass Wissen das Wichtigste ist. Waren wir uns nicht einig, dass wir unser Wissen höchst unterschiedlich einsetzen? Gut, du erinnerst dich. Vielleicht können wir die Unterhaltung fortsetzen. Willst du wirklich dieses junge Ding als Vorwand benutzen, um dem Thema auszuweichen? Ihr streitet die ganze Nacht über ein Thema und keiner hat ein blaues Auge? Das ist echt interessant. Wir diskutieren die Natur von Herrschern. Wo ginge das besser als hier? Ich stelle dir dieselbe Frage wie Thrasymachos. Stimmst du mir zu, dass das Regieren eine Kunstform ist? Es ist eine Kunst, wie jede würdevolle Tätigkeit. Das steht nicht zur Debatte. Dennoch, Medizin dient der Genesung des Patienten und nicht der des Arztes. Das Handwerk verbessert das Gebäude, nicht den Erbauer. Also sollte die Kunst des Herrschens nicht dem Beherrschten zugutekommen, statt dem Herrschenden? Das ist doch absurd. Ich habe genug von der Welt gesehen und weiß, es gibt keine gerechten Herrscher. Selbst Perikles dient vor allem sich selbst. Dient ein spartanischer Feldherr, der seine Truppen befehligt und damit sein eigenes Leben schützt, sich selbst? Ich denke nicht, dass es so ist. Eine Stadt zu führen und eine Schlacht zu führen sind zweierlei Dinge. Wenn er sich in der Kriegskunst übt, sorgt der Feldherr dafür, dass einige seiner Truppen in den Hades wandern, während ein Rückzug ihr Leben gerettet hätte, oder? Du sagst, ein Feldherr dient nicht sich selbst, wenn er seine Truppen befehligt. Dann sagst du, er dient doch sich selbst, weil ein Rückzug das Leben seiner Männer gerettet hätte. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich will nie auf etwas hinaus. Doch hast du eben beides gesagt. Ich sprach es aus, doch wollte ich damit rein gar nichts sagen. Ich wollte nur deine Meinung dazu hören. Du verschwendest deine Zeit. Was passiert? Mir ist aufgefallen, dass du ein Diskussionstalent hast. Gut gemacht. Sokrates ist ein interessanter Charakter. Ah, Phoebe. Perikles hat sich schon auf den Balkon zurückgezogen, oder? Seine Gabe, sich unbemerkt wegzuschleichen, ist unvergleichlich. Ich kann ihn holen und Cassandra kann helfen. Jeder gehorcht, wenn sie etwas sagt. Das wäre gut. Lauf schon vor. Cassandra wird dir gleich folgen. Nun, erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Aspasia. Es war nicht einfach, deine Spuren in Megaris zu verwischen. Was nehmen wir denn da? Das ist halt so wahre Gerechtigkeit, aber... Ihr habt mich beschatten lassen? Ich wusste, man kann euch nicht vertrauen. Wir alle tun, was wir tun müssen. Das ist keine Schande. Glaub mir. Eine interessante Entscheidung, Cassandra, dich durch die Kleidung abzugrenzen. Abgrenzen? Kleidung allein macht mich nicht zu einer von euch. Eure Athena-Chitone liegen mir nicht. Man gewöhnt sich nie wirklich daran. Anscheinend haben wir die Aufmerksamkeit des ganzen Raums, wenn auch niemand direkt zu uns rübersieht. Wenn du reden willst, tu es jetzt. Und möglichst diskret. Ich suche nach einer Frau namens Myrine, meiner Mutter. Ich glaube, sie schwebt in Gefahr. Meine Suche führte mich hierher.
Welche Hinweise hast du zu ihrem Verbleib? Ein Arzt namens Hippokrates traf sie womöglich in Argos. Er ist ein guter Mann. Falls du dort eine Frau namens Agathe triffst, dann richte ihr aus, Aspasia lässt sie grüßen. Was noch? Alcibiades gab mir den Namen einer Frau aus Korinth. Das sieht ihm ähnlich. Meine Freundin Antusa ist die einzige, die ich kenne, die ihr Leben in Korinth auf ehrliche Weise finanziert. Zum größten Teil ehrlich zumindest. Mehr habe ich nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit. In einem früheren Leben sprach ich mit einer Freundin, wenn ich etwas oder jemanden suchte, einer Flottenführerin. Wie heißt sie? Ihr Name ist Xenia. Das letzte Mal traf ich sie auf Chaos. Nur eine Warnung. Wenn du zu ihr gehst, sei auf der Hut. Das Leben auf See macht die meisten zu Monstern. Hab Dank, Aspasia. Komm danach zurück zu mir. Gemeinsam finden wir die Frau, die du suchst. Nun Xenia. Nun gefallen und hole Perikles hier runter, damit er die Gäste begrüßt. Okay. Xenia. Na gut, ich war eben bei Xena. Aber nee. Okay. Hab mich verwirrt. Ich laber auch eine Scheiße wieder, ey. Sorry. Cassandra? Ich habe nicht nach dir geschickt, Söldnerin. Phoebe hätte dich nicht einlassen dürfen. Was ist denn da? Es passiert mich geschickt. Gib Phoebe nicht die Schuld. Versteck dich nicht vor deinen Gästen. Du hast dich lange genug vor deinen Gästen versteckt. Aspasia scheint das auch so zu sehen. Ja, das sieht ihr ähnlich. Im Grunde bist du auch ein Gast. Wenn du dich zu Herodotos und mir gesellst, sollte sie das besänftigen, meinst du nicht? Du willst wirklich nicht nach unten gehen, oder? Wer ständig vor Menschenmassen sprechen muss, sehnt sich nach solchen Momenten der Stille. So still, wie es mit mir eben sein kann. Warum schicktest du Metiochos trotz der Gefahr ins Fischerviertel? Ich hätte ihn nie willentlich einer Gefahr ausgesetzt. Du hast anscheinend viele loyale Freunde. Diese Menschen sind mir sehr wichtig. Phidias erwartete sein Urteil, doch du hast ihn aus Athen schaffen lassen. Ich dachte, du von allen Menschen würdest dem Gesetz am ehesten folgen. Phidias ist ein sehr guter Freund. Ich wollte verhindern, dass er schuldig gesprochen wird. Und natürlich gab es andere Faktoren. Du weißt davon. Ja, er hat Wahnvorstellungen. Doch wenn du einmal einen Freund hast, für den du alles tun würdest, wirst du verstehen. Ich verstehe nicht, warum du Anaxagoras verbannen wolltest. Sokrates sagte, er sei dein Freund. Ich riskiere nicht das Leben jener, die mir nahestehen, wenn ich es vermeiden kann. Also wolltest du ihn beschützen? Anaxagoras verstand meine Sorgen. 10 Jahre sind eine lange Zeit, aber so ist er sicher. Dein Leben ist in Gefahr. Ja, ja, Herodotos sagte das auch. Der Kult beunruhigt mich nicht. Ich werde jeden Tag von weit schlimmeren Menschen bedroht. Meine Sorge gilt Athen, der Zukunft der Stadt. Spartaner vor den Mauern, das Volk dahinter. Ich beneide dich nicht. Und trotzdem gibt es keine Stadt, in der ich lieber leben würde. Solche Gefühle sind mir fremd. Finde deinen Platz, dann verstehst du es. Aspasia lässt fragen, was dich so lange aufhält. Sag Aspasia, ich bin gleich da. Damit endet diese Unterhaltung dann wohl. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, meine Gäste können dir auch weiterhelfen. Wir werden sehen. Okay, dann haben wir das schon mal soweit fertig. Müssen wir uns was passieren noch runter? Mit ihr mal quatschen? Dann gucken wir mal. Nee, mit Phoebe. Ich danke dir für deine Hilfe.
Ach, das ist der Bekloppte. Ich werde dir auf deinen Reisen helfen, wo ich nur kann. Danke dir. Sehr gut. Sehr nett von dir. Ich nutze Begriffe wie Krieg, Gott oder Anstand nur im Kontext des Beobachters. Ich sehe, wie Soldaten kämpfen. Doch hilft mir das zu begreifen, was Krieg wirklich bedeutet? Eine Söldnerin auf dieser Feier. Nun, immerhin eine neue Gesprächspartnerin. Ja, lass uns reden. Worüber denn? Bevor Protagoras das Thema wechselte, sprachen wir über den nächsten großen Anführer von Athen, Kleon. Ich sah Kleon auf der Pnyx sprechen. Sogar für einen Politiker ist er Abschaum. Ach, du klingst genau wie all die anderen Wichtigtuer hier. Kleon ist der Held des Volkes und bereit, Perikles Eliten endgültig das Handwerk zu legen. Ich nehme an, ihr seid keine Freunde von Perikles. Wohl kaum. Hermippos hat Aspasia vor dem Scherbengericht angeklagt, um Perikles seiner Macht zu berauben. Hat nicht geklappt. Noch. Perikles ist Vergangenheit. Er sorgt sich mehr um ein paar wertvolle Statuen als darum, diesen Krieg zu gewinnen. Kleon wird die Stadt übernehmen und wieder zu altem Glanz führen. Merkt ihr das? Ich suche nach Hinweisen, um eine Frau zu finden, eine Spartanerin. Suchen und finden sind nicht das Gleiche. Meinst du nicht auch? Ich kann einen Priester beobachten, der den Göttern opfert. Doch habe ich damit auch selbst zu den Göttern gefunden, oder? Oh, vergiss es. Wenn du ein Freund Kleons bist, wieso lädt dich Perikles ein? Du bist nicht aus Athen, Fremde. Hier halten wir uns unsere Feinde nah. Das war sehr sinnlos. Chere. Das war echt sinnlos, mit den beiden zu reden. Leider. Haben wir die beiden noch? Mit denen können wir aber nicht mehr quatschen. Das waren alle jetzt, ne? Du solltest Hippokrates in Argos finden. Er hilft dir bestimmt. Okay, danke dir. Ich werde dir auf deinen Reisen helfen, wo ich nur kann. Okay, das war's dann. Sind wir hier fertig. Du siehst müde aus. Ja, von den Unterhaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet. Siehst du? Du hast deine Waffen gar nicht gebraucht. Willst du schon gehen? Ich hatte genug Athener Gastfreundschaft für ein ganzes Leben. Du gewöhnst dich dran. Es ist schön. Was wirst du als nächstes tun? Wo wollen wir hin? Ich reise nach Chios, ich reise nach Argolis, ich reise nach Korinth. Eigentlich ist das ja egal, wo wir hinreisen müssen, ne? Es gibt eine Frau auf der Insel Chios, mit der ich sprechen muss. Das ist mein nächstes Ziel. Dort soll es doch Piraten geben. Ich werde vorsichtig sein. Gut. Eins noch. Ich habe von Aspasia etwas erfahren. Es ist wegen Kephallenia. Was denn? Sie sagte, dort gäbe es eine Seuche. Meinst du, meine Freundin, das Brennfieber? Denk so etwas nicht. Was immer auf Kephallenia geschehen ist, ist nicht unsere Schuld. Ich werde hinfahren und herausfinden, ob es eine Seuche gab. Ja? Ja, danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Aufgeweckte Geister? Bettelst du dieses Mal nicht darum mitzukommen? Nein, mir gefällt es hier. Und es ist nicht Kephallenia. Das heißt, du kommst zurück. Das ist wohl wahr. Und ich arbeite wirklich gern für Aspasia. Sie sagt, sie hat einen Auftrag für mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Auf bald, Cassandra! Der Kultist. Kultist. Darum wollte ich. Kultistenenthüllung. Mit den Hinweisen, die du gefunden hast, kannst du die Identität eines Kultisten auf seine Teilseite enthüllen.
Sobald sie enthüllt sind, kannst du Kultisten. Das sieht halt aus so. Keine Ahnung. Wie Medusa, ne? Der Kopf auf der Karte verfolgen. Jedes Mal, wenn du einen Kultisten eliminierst, erhältst du Hinweise, um einen noch mächtigeren Kultisten zu enthüllen. Der hier. Okay. Ah. Ne, hier. Vision versteckt sich in einem Marmorsteinbruch aus Salamis in Attika. Enthüllen. Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem derer, die ich töten werde, dass ich den Kosmos nicht nochmal enttäusche. Okay. Enthüllen wir das mal. Der Kosmos fordert das Wissen über die Geheimnisse in den Herzen der Menschen ein. Deshalb schneide ich sie auf. So, Tera. Wir haben eigentlich viel zu viele schon gefunden, ne? Die ich noch nicht enthüllt habe. Wer braucht Demokratie, wenn das Geld die Welt regiert? Läuft bei dem Typen, ey. Sklaven hören besser, wenn man ihnen die eigenen Regeln in ihre Hinterköpfe ritzt. Was für Affen? Was ist ein Leben wert, hinter dem nicht tausend andere stehen? Okay, wer ist das? Unentdeckterweise. Ohne mich ist der Kult gar nichts. Selbst die Götter erzittern vor mir. Knie nieder oder stirb! Okay, Level 35 ist er. Läuft. Der ist ein bisschen hoch. Chaos ist unsere größte Stärke. Mhm. Der Kampf ist erst vorüber, wenn außer mir niemand mehr steht. Läuft bei dir? Nach 20 Jahren auf See erkannte ich, dass der Kult meine Heimat ist. Ah ja. Den haben wir beim letzten Mal eliminiert. Die wäre halt die nächste. Ich will mal gucken, wo sie ist. Ich, auf der Karte. Zeig mal. Ups. Ich drücke auch jedes Mal falsch. Ah ja, sie ist hier. Okay. Da haben wir auch noch. Brison ist da. Dann würde ich sagen, reise ich hier hin. Prinz von Persien, haben wir auch noch was. Ich reise das mal hier hin. Und dann werden wir sie eliminieren gehen. Dass wir so ein bisschen weiterkommen. Okay. Würde ich aber sagen. Werde ich hier die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Klassische Herausforderungen. Söldling in Athen. Okay. Sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Odyssey. Und dann machen wir einer von Kult des Kosmos Blatt. Jo. Bis dann. Ciao, ciao.